Mit einer Sperrzone will Italien die Ausbreitung des Coronavirus stoppen. Betroffen ist die Provinz Lodi südöstlich von Mailand, wo rund 50.000 Menschen leben, sowie die Stadt Vaud in Venetien mit rund 3.000 Einwohnern. Zunächst sollen Sicherheitskräfte die Gebiete abriegeln. Wer versuche, die Absperrungen zu umgehen, dem drohe strafrechtliche Verfolgung. Ziel ist der Schutz der italienischen Bevölkerung, so Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Gebiete, von denen der Virus ausgegangen ist, werden gesperrt. Niemand darf hinein oder heraus. Von Fall zu Fall kann über eine Sondererlaubnis entschieden werden. Die Zahl der Infizierten war in Italien über das Wochenende überraschend stark gestiegen. Bis zum Sonntagnachmittag waren es mehr als 130 Fälle, so der italienische Zivilschutz. In Deutschland wurden lediglich 16, aus Frankreich 12 Fälle gemeldet. Am stärksten betroffen war am Sonntag die wirtschaftsstarke Lombardei mit rund 90 Fällen. Es folgte Venetien mit mindestens 25. 3 Infizierte sind gestorben, 2 Dutzend liegen auf Intensivstationen. Covid-19 soll auf keinen Fall auf die Wirtschaftsmetropole Mailand übergreifen. Wir sind nicht unvorbereitet, aber wahr ist auch, dass keiner von uns weiß, wie sich die Lage entwickeln wird, so Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala. Der Karneval in Venedig wurde am Sonntagabend vorsichtshalber abgebrochen. Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Museen und Schulen sollen in der gesamten Region Venetien bis zum 1. März geschlossen bleiben, so die Behörden. Der bei Touristen beliebte Karneval hätte eigentlich noch bis einschließlich Dienstag laufen sollen.